Hallo Leute, ich bin's mal wieder und diesmal geht's auch wieder um Java natürlich und um Typen. So, was sind Typen und wie kriege ich die irgendwie benutzt? Weil ich kann ja momentan noch nichts speichern, noch nichts wirklich machen, außer irgendwelche Zeichenketten ausgeben. Das ist ja langweilig. So, also fangen wir mit dem Typ an, den ihr am häufigsten sehen werdet, nämlich Ganzzahlen bzw. Integern. Die kürzen sich ab mit int und dann kann ich den zum Beispiel, also ich bin jetzt hier übrigens noch in meiner Public Static Void Main, das ist die Methode, wie ihr vielleicht noch wisst, die mein Programm ausführt. Hier deklariere ich jetzt eine Variable, ein Integer, das ist eben, hier schreibt man den Typ der Variable hin und hinten dran den Namen, also Zahl. Denn Integer sind Zahlen. Ja, aber nicht irgendwelche Zahlen, sondern Ganzzahlen. Dieser Fehler hier, der muss euch nicht weiter bekümmern. Wir haben die Variable Zahlen noch nicht benutzt. Das sagt uns Eclipse immer gleich. Das heißt, wir könnten sie theoretisch auch nutzen, auch löschen einfach oder nutzen. So. Ach so, ja, genau, das habe ich auch noch vergessen. Das mache ich schon automatisch. Und zwar hier muss immer ein Semikolon hinten dran stehen, nach quasi allem, was wir machen. Also nach jeder Zeile kann man sagen. Ja. Also eine Zahl, eine Ganzzahl. So. Dieser Zahl können wir jetzt, hier muss man das übrigens nicht mehr schreiben, weil wir sie hier schon deklariert haben, können wir sie hier benutzen, ohne den Typ vorne dran zu schreiben. So, dann kann ich hier dieser Zahl einen Wert zuweisen, zum Beispiel 10. So, was mache ich jetzt mit diesem Wert? Seht, wir haben sie immer noch nicht wirklich benutzt, obwohl wir hier was zuweisen, wir benutzen diesen zugewiesenen Wert noch nicht. So, jetzt kann ich diesen Wert ausgeben und das war es dann auch schon, was ich momentan damit machen kann. So, und jetzt kann ich hier eben 10 ausgeben. Auf eine komplizierte Art und Weise. Ich erstelle mir hier eine neue Variable, weise dieser Variable einen Wert zu und gebe diesen Wert aus. Und diese Variable ist eben der Typ, vom Typ Integer, also Int, also eine Ganzzahl. Das ist sozusagen ein primitiver Datentyp, ja, weil es halt quasi die unterste Ebene ist. Jetzt kann ich natürlich hier auch noch irgendwelche arithmetischen Operationen, also arithmetisch bedeutet Rechenoperationen, darauf anwenden. 10 plus 5 mal 3. Ja. So, jetzt gucken wir mal, was das ist. Ach ja, speichern sollte man vielleicht vorher. Und es wird 25, wer hätte es gedacht? So, jetzt kann ich aber auch ganz andere Sachen machen, nämlich hier plus gleich schreiben. Das ist so viel wie addiere dazu oder multipliziere dazu oder dividiere von dem, was ich gerade habe oder eben subtrahiere von dem, was ich gerade habe. Ich will aber dazu addieren. So, jetzt, wir hatten beim letzten Mal 25, hatten aber davor schon den Wert 10 zugewiesen. Das heißt, ich addiere quasi 25 auf meine 10 dazu und kriege 35, wenn ich gespeichert hätte. So, ja, das ist zunächst mal, wie man Integer benutzen kann. Sind sehr schöne Variablen, weil sie auch wenig Speicher benötigen. Nämlich ein Integer hat 32 Bit, also 32 mal eine 1 oder eine 0. Das ist dann eben, wie gesagt, ich möchte euch zu Profis machen, das heißt, es gehört auch zu. Ein Integer hat 32 Bit, also 32, ich schreibe das mal hier als Kommentar, 32 Bit. Das sind dann eben 32 mal 0 und 1. Und dadurch kann ich Zahlen darstellen von, weil ich ja mein Vorzeichen beachten muss, Plus und Minus halt, kann ich Zahlen darstellen von minus 2 Milliarden 147 Millionen 483.648 bis Plus und dann aber nur bis 47. Das Minus hier frisst mir halt ein einziges Bit. Und den Rest kann ich für jegliche Zahlen dazwischen benutzen. Ziemlich coole Sache. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr eben nicht drüber geht. Dann müsst ihr eine andere Zahl benutzen. Andere Zahlen wären dann eben zum Beispiel ein Long. Ja. Entschuldigung. Hier ist der Typ. Ein Long. Das wäre dann eben eine, genau wie ein Integer. Nur dass es eben 64 Bit hat und deswegen deutlich mehr Zahlen darstellen kann. Ich werde jetzt nicht mal versuchen, sie auszusprechen, aber es sollte euch eigentlich für jeden Zweck reichen.
Ihr seht, Kommentare gehen immer nur bis zum Zeilenende, jedenfalls diese Kommentare. Also 64-Bit lassen eben Zeilen von da bis da darstellen. Also darüber darf man nicht mehr darstellen und runter auch nicht, sonst gibt es einen Fehler. Beziehungsweise sonst kriegt ihr einfach falsche Werte raus. Aber ich denke mal, das sollte euch mehr als ausreichen. Nehmt einfach einen Integer, das passt eigentlich für ganze Zahlen fast immer. So, was kann ich dann noch machen? Ich kann ja nicht nur ganze Zahlen darstellen wollen, sondern wie wäre es mit Gleitkommazahlen? Das wäre dann zunächst mal der Float, aber der ist eher untypisch. Ich würde euch empfehlen, nehmt einfach Integers und Doubles. Das ist einfach immer richtig. Ja, da kann man auch natürlich ganze Zahlen darstellen. Funktioniert blendend, aber man kann eben auch Gleitkommazahlen darstellen. Ja, die berechnen sich ein bisschen anders und funktionieren ein bisschen anders, aber Java macht es ja in sich, das heißt, ihr braucht eigentlich nicht wirklich was drüber wissen. Und ihr seht, hier kann man auch wieder ganz normal plus minus mal geteilt drüber rechnen. Aber was wichtig ist, ihr seht jetzt hier 10,54, ich mache es mal ein bisschen weniger kompliziert, einfach 10,5. Ah, okay, da funktioniert es noch, verdammt. Hier geht es einfach noch weiter, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ganz viele Nullen und dann eine 4. Das ist eben diese Ungenauigkeit, diese Zahlen sind nicht genau. Doubles, also Gleitkommazahlen. Gleitkommazahlen generell sind nicht genau, weil eben ich das irgendwie speichern muss und irgendwann habe ich halt mal nur eine bedingte Genauigkeit und dann passiert halt sowas hier, dass mir hier irgendwo mal ein Bit dazukommt, was ich eigentlich nicht möchte. Deswegen nur Gleitkommazahlen benutzen, wenn ihr wirklich mit, also Doubles benutzen, wenn ihr wirklich mit Komma rechnen müsst. Ansonsten versucht auf Ganzzahlen zu bleiben. Die Dinger haben auch 64 Bit, das heißt, es lassen sich gleich viele Stellen wie beim Long darstellen, solange ihr bei den Ganzzahlen bleibt. Oder eben dann so viele Stellen vor und hinter dem Komma. Also wenn ich jetzt euch das schicke, ich weiß nicht, ob euch das was bringt. Ich kann es mal gerade hier als Kommentar einfügen. Nein, das war das Falsche. Das war noch das vom Long. Egal. Also wenn ich jetzt hier überall Kommas reinsetzen würde, hier könnte ich ein Komma reinsetzen, diese Zahl könnte ich darstellen, abgesehen von den Punkten natürlich, und so weiter und so fort. Also da lassen sich schon sehr, sehr, sehr viele Zahlen darstellen. Ja, ich habe es gerade gefunden. Was ist das? Hier. Das bedeutet, ich kann Zahlen von plus oder minus 4,9 mal 10 hoch minus 324 bis plus minus 1,7 mal 10 hoch 308 darstellen. Also 10 hoch 308, ah, das ist sogar deutlich mehr wie bei dem Long, ist eine 1,7 mit 308 Nullen oder eben eine 4,9 mit vorne dran 324 Nullen. Das ist so abartig viel. Das werdet ihr niemals voll, also in den meisten Fällen nicht voll kriegen. Ja, deswegen kann man das auch ziemlich gut benutzen. So, jetzt wollen wir ja nicht nur mit Zahlen rechnen. Zahlen sind ja für die Idioten. Man braucht sie zwar hin und wieder, aber man nimmt sie nur, wenn man unbedingt muss. Wir wollen ja mit Text arbeiten und coole Sachen machen. Zum Beispiel. Und deswegen gibt es jetzt hier einen Buchstabe, den ich noch nicht deklariert habe. Deswegen gibt es dann Fehler. Und zwar ein Char-Buchstabe. So. Dieser, was habe ich falsch gemacht? Achso, ja, ich habe ihn nicht initialisiert. Dieser Buchstabe ist einfach nur ein einziger Buchstabe, der kann von Groß A bis Klein Z sein. Er kann, soweit ich weiß, auch noch andere Sachen sein, aber die braucht man eigentlich jetzt gerade nicht. Und zwar können wir jetzt hier Buchstabe gleich C machen. C für Char. Genau. So, und wenn ich das jetzt ausgib, dann kommt hier eben auch ein C raus. Ja, diese Buchstaben kann ich dann, wenn ich mehrere davon habe, ich kann natürlich auch direkt dieses ist gleich da oben hinpflanzen. Das ist natürlich viel kompakter. Und wenn ich jetzt mehrere davon habe,
Dann kann ich die addieren. Und mal gucken, was rauskommt. Was ist jetzt passiert? Nun ja, Chars sind eigentlich auch nichts anderes als als Integer. Und Integer, also Chars werden quasi auf Zahlen umgerechnet. Und also auf Zahlen, quasi jeder Buchstabe bekommt eine Zahl zugewiesen, nämlich eine ASCII-Zahl. Und diese ASCII-Zahl hat dann eben natürlich auch die Fähigkeit, dass man sie addieren kann oder sonst irgendwas. So, und das heißt, ich habe jetzt gerade zwei Zahlen addiert und da kommt natürlich wieder eine Zahl raus. Die muss nicht unbedingt ein Buchstabe sein. Tja, blöd gelaufen. Aber ich kann sie einfach nacheinander ausgeben, zum Beispiel. Denn ich habe ja hier die Funktion print. Und dann kann ich nochmal die Funktion print aufrufen und meinen Buchstaben 2 ausgeben. Und jetzt habe ich einfach zwei Buchstaben ausgegeben. Jetzt kennt ihr sogar schon die Funktion print. So, und jetzt habe ich zwei Cs hintereinander. Und ja, wenn ihr aber mit solchen Buchstaben auch, also die hintereinander hängen wollt oder sowas, dann kann man auch einfach einen String benutzen. Das geht in Java genauso. Nur, dass sie eben nicht in einzelnen Anführungsstrichen, sondern in doppelten Anführungsstrichen sind. Ja. Und dann... So, und da bin ich wieder. Tut mir leid, die Post kam gerade. Also wo war ich? Ja, genau, hier, ein String. Dieser String enthält jetzt gerade auch nur einen Buchstaben C, aber es ist eine Zeichenkette. Also eine Zeichenkette bedeutet eine Verkettung von Buchstaben. So, und da kann ich jetzt natürlich dann meinen zweiten Buchstaben dranhängen. Buchstabe 2. So, und dann lösche ich mal wieder das unter, damit wir auch sehen, dass es funktioniert hat. Und voilà, ich habe an meine Zeichenkette noch ein Buchstabe drangehängt, indem ich ihn drauf addiert habe. Wow. Und er wird auch ausgegeben. Das kann ich natürlich auch mit zwei Strings machen. Allerdings muss ich dann hier die Anführungsstriche natürlich ändern. Und habe hier genau denselben Effekt. Und da kann ich jetzt aber nicht nur einen Buchstaben dranhängen, sondern beliebig viele. Und die werden auch ausgegeben. So, Magic mit Buchstaben. Was für ein Spaß. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Datentyp, zu dem muss ich noch vielleicht ein bisschen was erklären, nämlich die Booleans. Und zwar kann man den einfach als Boolean, Bool ist die Abkürzung, deswegen nenne ich ihn mal so, Bool schreiben. Und gib ihm dann einen Wert, bool gleich true. Ja, nicht treu, sondern true. So, wie ihr jetzt vielleicht schon erkennen könnt, Booleans sind einfach Wahrheitswerte. Das heißt, man kann den Dingern true und false zuweisen. Alles andere geht nicht. Und das ist auch wirklich ihre einzige Funktion. Booleans sind einfach wahr oder falsch. Und die lassen sich auch ausgeben. Ich weiß noch nicht genau wie. Ah ja, sie werden sogar so dargestellt. In manchen Programmiersprachen ist es 1 und 0, hier ist es true und false. Ja, mit denen kann man aktuell noch nicht viel machen, außer logische Arithmetik. Und in Schleifen werden die oft benötigt, aber das ist jetzt ein ziemlicher Vorausgriff. Nur, dass ihr die Booleans mal kennt. Ich werde euch dann zeigen, wofür man die wirklich benötigt. Und was man damit so Cooles machen kann, denn wir sind schon wieder bei 14 Minuten und ich habe euch bloß ein paar Typen gezeigt. Was ist los mit der Zeit? Gut, das wäre es dann auch schon wieder. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, in die Kommentare, Anregungen natürlich auch gerne. Ja, bis zum nächsten Mal.